kann mich erinnern, es war ein sonniger Sonntagvormittag mit 3000 Fans, richtig geile Stimmung und der Saar hat einen Eckball geschossen und ich habe gemerkt, er kommt auf die erste, bin hingerannt, der Ball ist perfekt gekommen und ich habe meinen Schädel nur noch hinhauen müssen und natürlich mit ein bisschen ein Gefühl auch über den Tormann lupfen und es war extrem wichtig, glaube ich, für das Team 1:0 in Führung zu gehen. Dann hat der Belmin super gehalten, eine extrem wichtige Parade von ihm, super Reflexe, der war eigentlich schon fast am Elfer und hat ins Kreuzeck reingeschossen. Dann das 2:0 von uns, super Ball von Bern in die Tiefe, Saha ist einmal ans Sprint gegangen, super 1:1 Stärke von ihm hat er ausspielen können und mit seinem eigentlich schwachen rechten Fuß super reingeschossen. Und die Freude war riesengroß. Da sehen wir nochmal in der Zeitlupe, wie er den Verteidiger vernascht. Und ja, super Abschluss. Und nach dem Spiel waren wir natürlich alle überglücklich über die 3 Punkte.